hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, heute geht es um Retro-Spaß mit Linux. Weil es kommt immer wieder das Thema auf, dass unter Linux es nicht möglich wäre oder nur schlecht möglich ist zu spielen. Und dem möchte ich mal ganz gerne so ein bisschen entgegenwirken auf einer etwas ganz anderen Art und Weise. Und zwar gibt es einen Computer, einen Linux-Computer von Retro Games, The C64. Das gute Stück besitzt im Kern ein ARM-Prozessor, also so ein Einplatinen-Prozessor, so ähnlich wie so ein Raspberry Pi, viel größer ist das Ding auch nicht. Und als Betriebssystem ist dort Linux drauf, in Kombination mit dem Weiß-Emulator. Und dann werden folgende Konsolen mit emuliert. Einmal der Commodore C64 und der VIC-20 bzw. VC-20. Ja, das ganze Projekt gibt es im Endeffekt schon seit 2019. Und dabei handelt es sich um einen echten Commodore 64, so als Gehäuse. Nur im Inneren natürlich mit kompletter neuer Hardware. Interessant ist das Gerät natürlich für mich aus folgendem Grund, da ich seinerzeit auch ein Commodore 64 hatte. Das war so im Jahre 86 bis 91, 92 so ungefähr. In den Zeitraum habe ich damit intensiv gespielt und auch kleine Programme geschrieben. Ja, und seit 2019 gibt es das Gerät als Neuversion mit einem Linux-Kernel, aber den alten Commodore C64 Spaß. Also heißt auch, das alte Basic findet man dort wieder. Und wie gesagt, und dazu auch noch etliche Spiele, die schon vorinstalliert sind. Ich glaube, hier ist so eine Vorauswahl, welche Spiele alle drin sind. Das sind 64 in Summe. Da sind schon ein paar schöne Schätzchen mit dabei. Und natürlich auch das altbekannte Basic 2.0 ist dort im vollen Umfang vorhanden. Ich würde sagen, ich schmeiß mal meine Außenkamera an und dann stelle ich das Gerät mal ein wenig vor und wir können zusammen in Kombination mit Linux eine Runde C64 Spaß haben. So, das wäre ja die Version aus den 80er Jahren. Hier als Commodore C64 2 oder auch Commodore C64C genannt. So sah das Schätzchen damals aus. Dann die alten Anschlüsse. Hier sogar mit einer Schnelllade-Erweiterungskarte und einer ganz modernen SD2IEC. Also hier ist eine ganz kleine SD-Karte drin, Mini. Die simuliert ein Floppy-Laufwerk. Und in Kombination mit der Final Bridge Card hat man auch gleichzeitig ein Schnellladeprogramm. Ja, wie man hier auch noch erkennt, ganz alte Anschlüsse aus den 80er Jahren. So sieht ein Commodore aus dem Jahre 2019, beziehungsweise für mich aus dem Jahre 2023 aus. Also das Gehäuse ist nahezu 1:1 gleich, auch von den Größen, von den Tasten her, vom Feeling her, sage ich einfach mal, wenn ich es so vergleiche mit der Originaltastatur, das kommt schon verdammt nah dran, sage ich mal. Also hier hat man auf jeden Fall ein Back-to-Time-Feeling pur, allein schon durch die Tasten. Das macht eine Menge aus. Und das ist das, was man im Retro-Spaß auch haben will. Man möchte das Original-Feeling haben, wie eins in den 80er Jahren. Und das ist mit der Kiste auf jeden Fall gegeben. Ja, man verknüpft das Ganze mit neuester Technik. Also USB-Ports, drei Stück sogar. Und hier wäre der Ein- und Ausknopf. Und auf der Rückseite einen ganz modernen HDMI-Anschluss. Ein weiterer USB-Port. Und hier ist nur Power-In. Und das Ganze geschieht dann mittlerweile über so einen ganz handelsüblichen USB-Netzteilstecker, sag ich mal. Wichtig ist nur, dass man, glaube ich, mindestens 2 Ampere, das hat auf jeden Fall mehr als 2 Ampere. Wie viel weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich meine, mindestens 2 Ampere braucht man. Und ja, dann kann man das Ganze mal anschließen und sofort Spaß haben. Ich würde sagen, ich fackel mal nicht lange, ich schließe das mal an. Wenn man sich jetzt die alten Anschlüsse anschaut, das wäre quasi der HDMI-Anschluss.
vom Original Commodore 64. Ja, damals noch in S-Videoqualität. War seinerzeit war das natürlich das Beste, was man bekommen konnte. Und hat Commodore auch den Standard neu definiert mit S-Video. Das gab es ja vorher gar nicht. Das haben wir Commodore zu verdanken, dieses Format. Und auch nochmal zum Vergleich, Stromanschluss sah dann früher so aus. Ja, und als Speichermedium hat man jetzt mittlerweile einen USB-Stick. Den steckt man jetzt hier einfach hinein. Und dann hat man schon eine komplette Floppy-Disk mit, weiß ich nicht, 5000 Disketten ungefähr. So viel passt jetzt hier mittlerweile auf einen USB-Stick drauf. So, was wäre auch ein Commodore ohne Joystick? Ja, so sieht er aus dem Jahre 2019 aus. Ganz komfortabel mit dem USB-Anschluss. Und damals noch den von Atari, diesen, glaube ich, 9-poligen Stecker. Den hat man bei Commodore einfach übernommen. Aber ansonsten hat sich an der Funktion nicht viel getan. Außer, dass hier noch ein paar Zusatzfunktionsknöpfe dran sind. Nur extra speziell für den Z64 ist. Aber da gehe ich gleich dann im Einzelnen nochmal drauf ein. Die Knöpfe sind, meine ich, alle gleich. Und ja, Mikroschalter sind hier vorhanden. Aber das gab es damals ja auch schon. So, ich würde sagen, die Butter bei der Fische. Ich mache den Rechner jetzt hier erstmal an. Drücke auf den magischen Knopf. Und dann sollte eigentlich jetzt gleich ein Bild kommen. Ich habe, glaube ich, noch nicht die richtige Quelle angewählt. Das müsste HDMI 3 sein. Wichtig zu beachten ist, dass es gibt nur ein Output-Kabel. Und zwar gibt es nur HDMI. Das heißt, da geht Bild und Ton, geht dann beides gleichzeitig raus. So, ich habe mir jetzt den Commodore schon so eingestellt, beziehungsweise C64, dass ich im klassischen Eingabemodus bin. Aber es gibt ja noch den Karussellmodus und den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Da kommt man über diesen Joystick, über diese vier Buttons, kommt man da eigentlich sehr schnell wieder drauf zurück. Einfach auf den rechten Knopf drücken. Medienauswahl, nein, das war falsch. Da gehen wir später rein. Option. Und dann wären wir hier Wechsel in den Karussellmodus. So wird da eigentlich normalerweise gestartet, der Commodore. Das möchte ich euch ja auch nicht vorenthalten. Ja, die ganzen Optionen kennt ihr, denke ich mal, schon. Bildschirmauflösung habe ich auf optimale Pixelauflösung eingestellt. Sprache natürlich Deutsch. Dann haben wir Computermodell. Natürlich C64 PAL. Bootmodus, ich habe den auf dem klassischen und wer ein Karussell bevorzugt, kann dementsprechend den Karussell wählen. Rechtlicher Hinweis. Ja, hier auch nochmal ganz interessant zu lesen, was hier so steht. IP-Hinweise, das ist eigentlich schnell abgearbeitet. Gibt es Informationen noch zu den Spielen? Und was auch ganz interessant ist, hier müsst ihr euch mal ein bisschen Zeit lassen, hier mal ein bisschen durchseppen durch die ganzen Lizenzen. Da ist doch der ein oder andere interessant. Leider habe ich dort nicht gefunden, welche Linux-Version auf dem Rechner installiert ist. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich schon mal interessieren, welcher Kernel oder vielleicht ist das so eine Art Dispo steckt ja dahinter. Ja. Auf jeden Fall kann man sich hiermit stundenlang beschäftigen. Das werde ich nachholen und sobald ich dann nähere Informationen darüber habe, werde ich die dann unter das Video, denke ich mal, schreiben. Systeminformationen, ich habe den Kernel bzw. das, wie nennt sich das, ROM, das, die Flash-Version, so nenne ich es einfach mal, 1.61 ist zur Zeit des Videos das aktuellste und hier kann ich wieder in den klassischen Modus wechseln. 64 Spiele sind on board, die lassen sich dann einfach ruckzuck, lassen die sich starten. Wir können ja mal eine Runde Super Cycle spielen. Das wäre jetzt mal schon so ein Spiel, was ich hiervon gut finde. Alle anderen Spiele, aber es ist eine persönliche Geschmackssache. Snake, ach du meine Güte, nee. Das ist ja Retro pur. Okay. Das machen wir jetzt aber nicht. Bitstop 2 ist auch noch okay.
Summer Games, glaube ich, drauf. World Games ist auch noch okay. Und Baller Dash ist noch okay. Ja gut, so ein paar Spiele kommen schon zusammen, die interessant sind. Nehmen wir schon Summer Games 2. Hier hätten wir Super Cycle. Das habe ich seinerzeit ja bis zum Umfallen gespielt. Das war jetzt Realgeschwindigkeit. Habt ihr gesehen? 4-5 Sekunden vielleicht. Und schon kann man loslegen. Motorrad auswechseln, Farbe wählen. Nehmen wir mal blau. Blau, blau, Level 1, Passcom, einfach nur zocken. Das Ganze bestätigen mit dem Feuerknopf. Und da oben die Diskette. Auch nochmal Hinweis, dass das Spiel geladen wird und das Ganze im Schnellmodus. Hier unten wären die einzelnen Gänge. Ich starte im Gang 1. Also ich muss natürlich erstmal Feuerknopf betätigen. Und dann im richtigen Augenblick schalten. Ja, so ungefähr bei 10.000 Umdrehungen hat man schon eigentlich einen ganz guten Start. Ich versuche mal jetzt ohne Crash das erste Rennen zu gestalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir das gelingt, war früher verdammt hoch. Heute aber, wie ihr seht, 30 Jahre später oder wie viele Jahre auch immer, habe ich da doch durchaus so meine Probleme. Na, der Tuxer wird älter. Jetzt würde ich sagen, man kann die auch mal so ein bisschen rammen. Das habe ich früher mal gerne gemacht. Dann etwas so und so. Das war jetzt allerdings so aus Versehen. Und schaffe ich das erste ohne... Ja, sieht fast gut aus. Oh, wenn die gefährliche Musik kommt, dann ist Holland in Not. Ja, ich habe das erste Rennen geschafft ohne Crash. Gut, wie sieht's aus mit Spielen, die auf den USB-Stick drauf sind? So, da können wir mal ganz kurz gucken, indem wir natürlich jetzt hier auf Joystick gehen. Ach, auf Joystick, auf USB-Stick. Und hier wären dann so ein paar Programme von mir. So, neue Spiele. Hier sind ganz neue Spiele aus dem Jahr 2022. Die habe ich mir runtergeladen. Alle Open Freeze, alle Open Source. Kann ich auch bedenkenlos euch zeigen. Was war denn eigentlich irgendwie ganz witzig? Jeep, was ist das denn? Ja, Sound ist schon mal nicht schlecht. Okay. Space, aha, da steht Space drücken, dann machen wir das, ne? Okay, offensichtlich kann ich mir wohl so eine Rennstrecke aussuchen. Oh, komm, nehmen wir das mal, ne? Sie sehen sie nicht. Vielleicht muss man hier vorne auch anfangen. Ah, hier muss man, glaube ich, anfangen. Das ist nämlich auch grün. Gut. Das wird dann wohl Level 1 sein. Okay, eine Draufsicht. Was muss ich jetzt tun? Oh. Oh. Okay. Ah, Feuerknopf ist für Gas. Ich denke mal, darüber sollte ich nicht fahren. Ups, ups. Jetzt muss ich bestimmt zurück. Wie fährt er jetzt zurück? Gar nicht. Hier um die Kurve. Oh, oh, oh. Oh, das ist was für Feinmotoriker. Da zählt der Tuxer nicht zu. Oh, was haben wir da? So einen Reparierpunkt? Was ist los? Retry? Okay, ich starte nochmal ein neues Spiel. Geh nochmal auf Spiel laden? Nein. Achso, hier kann man Spiel abspeichern übrigens. Über diese Funktion Spiel verlassen. Wenn man jetzt hier wieder raus will, einfach Computer zurücksetzen. Ist eine bisschen blöde Formulierung. Resetten wäre eigentlich besser gewesen.
So, und zum Schluss kommt der erste Teil von Maniac Mansion. Das ist nämlich ein Spiel, was ich seinerzeit geliebt habe und was ich mit euch jetzt gemeinsam auch nochmal spielen möchte. Ich gehe dazu in meine Spielesammlung und starte einfach mal Maniac Mansion. So, das Ganze geht ja über zwei Disketten. Und wenn man hinterher einmal nachladen muss, jetzt habe ich die gemountet, da sieht man ja, ich habe einmal angeklickt, sie ist jetzt drin, Diskettenlaufwerk. Und wenn ich jetzt wieder auf zurück gehe, habe ich dementsprechend die Diskette von Maniac Mansion drin und kann die ganz normal starten. Mit dem altbekannten Befehl 8,8,1 und dann sollte es eigentlich auch funktionieren.